Ja, geschätzte Damen und Herren, liebe Fans vom FC Duggen, liebe Fans vom FC Basel. Wir sind hier in der Lindstrasse in Duggen, Fußballplatz vom heimischen FC Duggen. Die Mannschaft ist sich am Vorbereiten für das morgige Spiel gegen Sion 2. Aber wir schauen bereits schon auf das Göppspiel, das am 26. Oktober um 7:30 hier in Duggen stattfindet. Die Mannschaft bereitet sich vor. Auch die Infrastruktur wird bereit sein. Wir werden rund 1000 Sitzplätze haben. Wir werden Zuschauertribünen haben. An dem soll es nicht fehlen. Wir werden Essen und Getränke haben. Und ich kann euch eins sagen, liebe Basler, ich glaube, dieses Jahr müsst ihr euch wärmer anlegen als vor 3 Jahren, wo es kalt war und auch Fußballer ist, werden wir einen drauflegen. Und ich glaube, es wird eng werden. Können wir schauen, überzeugt sich selber von der Leistung vom FC Duggen. Wir würden uns freuen, Sie hier in Duggen begrüßen zu können. Ja, jetzt haben wir hier Dani Sander, Captain vom FC Duggen. Er hat schon in den ganz grossen Stadien der Schweiz gespielt. Kann dich der Match gegen den FC Basel nur nervös machen? Ja, wir haben natürlich uns Zeit genommen, den FC Basel wirklich gut zu analysieren. Wir haben die vielen Schwachstellen haben wir ausfindig gemacht und ich bin überzeugt, dass es da ein ganz grosser Match wird geben wird. Ja, geschätzte Damen und Herren, neben mir ist der Timon Waldvogel, der Goalie vom FC Duggen. Er wird eine ganz grosse Aufgabe haben, nämlich den Laden hinten da dicht zu machen. Wie machst du das, Timon, gegen den FC Basel? Mit zahlreichen Paraden natürlich. Und liebe Basel-Spieler, am 26. Oktober kommt kein Ball an mir vorbei. Ja, da haben wir einen weiteren Interviewgast, den Marcel Stevic, frisch vom FC St. Gallen, auf die Rückrunde gekommen, bereits schon 6 Goal geschossen. Wie manches Goal kommt gegen den FC Basel dazu? Ein Goal langt, weil der Timon macht den Laden dicht. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier in der Garderobe vom FC Duggen. Die Schiedsrichterkabine, auch die Schiedsrichter werden eine ganz grosse Verantwortung müssen wahrnehmen. Im Moment hier innen ist der Odi Allesbach, der Renner vom FC Duggen. Gehen wir doch schnell schauen. Das ist der Steinauer Franz, auch eine ganz wichtige Person im FC Duggen, aber wegen ihm sind wir nicht gekommen, sondern wegen Adi Allesbach. Nein, schade. Adi! Basel in guter Woche. Im Moment läuft aber noch die Meisterschaft. Kannst du die Konzentration der Mannschaft jetzt auf die Meisterschaft lenken oder sind alle schon mit dem Kopf im FC Basel? Nein, ich denke, wir haben momentan eine schwierige Phase in der Mannschaft, wo es wirklich 100% Konzentration braucht und einen richtigen Moment sicher. Nach dem letzten Meisterspiel, bevor wir Basel haben, wird die Konzentration sicher das richtig weggeleitet und dann kommt das schon gut. Jetzt ist ja der letzte Göppmatch gegen den FC Basel vor rund 3 Jahren nur ganz knapp verloren gegangen. Wir konnten lange mitheben. Das Mal wollen wir es dann wirklich noch mal ein bisschen besser machen. Was hast du der Mannschaft gezeigt, was hast du der Mannschaft mitgegeben, dass wir den FC Basel knacken können? Also grundsätzlich braucht es natürlich sehr, sehr viel, dass wir die erste Mannschaft sein sollten in der Schweiz, wo der FC Basel schlägt. Also das braucht sicher für uns einen absoluten Sensationstag. Fast das perfekte Spiel und Basel natürlich, ja, dass die sicher auch keinen guten Tag haben. Sonst wird es sehr, sehr schwierig, aber es ist logisch, dass wir da immer ein paar Prozent Hoffnungen haben und die werden wir sicher probieren zu packen und dann schauen wir mal, was rauskommt.